Liebe Zuschauer, wir sind hier im wunderschönen Schloss Leopoldskron in Salzburg auf der 7. Schwarzenberg Lectures und mein Gast ist Sabine Linek. Sabine, vielen Dank, dass ich das Interview mit dir führen darf. Ja, hallo, ich freue mich auch, dass ich dazu was sagen darf. Sabine, du hast heute einen super spannenden Vortrag zum Thema Borreliose gehalten. Magst du unseren Zuschauern erklären, was ist die Borreliose genau? Und lass uns mal einfach thematisch vielleicht Punkt für Punkt das Thema Borrelien durchgehen. Also Borrelien sind Bakterien, das sind so schraubenartige, die heißen Spirocheten und die werden von Zecken und Mücken, Flöhe, Läuse, also alles, was uns sticht, kann diese Borrelien übertragen. Und in letzter Zeit oder die letzten 10 Jahre ist das sehr, sehr viel geworden. Also es ist eigentlich eine Seuche. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Menschen sind denn von der Borreliose betroffen? Ja, ich kann eigentlich schon sagen, wir haben ja die 3 Praxen in Deutschland und sehr viele Patienten so pro Tag. Also man kann so sagen, fast jeder Zweite. Aber es ist nicht bei jedem sehr schlimm. Wenn einer ein gutes Immunsystem hat, dann merkt er die vielleicht gar nicht, ne? Dann kann er die abwehren. Könnte man sagen, dass die Tendenz steigend ist? Also ich glaube, du hast deine Praxis, du praktizierst seit 95, soweit ich weiß, oder? Beobachtest du, dass die Erkrankung häufiger vorkommt? Auf jeden Fall. Vor 10 Jahren gab es überhaupt nicht so viele. Da gab es mal so, war jeder 6. oder so, 7. Also das war nicht so häufig, wie es jetzt vorkommt. Und auch die Co-Infektionen dazu, der Epstein-Barr-Virus oder auch Staphylococcus aureus, Chlamydien, das gab es früher so gar nicht. Aber wir haben immer mehr Co-Infektionen jetzt dabei, die das Leben der Patienten schon zur Hölle machen, weil die haben dann Entzündungen ohne Ende. Die Ärzte sehen das nicht, weil sie diese Tests haben, auch der Borreliose-Test, das ist ein Antikörpertest. Manche Menschen haben keine Antikörper, die bilden keine und dann heißt es, ja, haben sie nicht, ne? Und dann laufen die von Arzt zu Arzt und Krankenhaus zu Krankenhaus und niemand hilft ihnen. Und es wird immer schlimmer. Manche landen sogar im Rollstuhl, weil sie sich gar nicht mehr bewegen können. Das ist auch eben der Vorteil, wenn man sich bei dir untersuchen lässt, denn du arbeitest mit der Dunkelfeldmikroskopie. Magst du uns mal kurz anhand der Dunkelfeld oder deiner Diagnose erklären, wie du auf die Borrelien kommst? Vor allem, was mich auch noch interessieren würde, ich denke mal, dass viele Krankheiten diagnostiziert werden, dass sie nicht richtig erkannt werden und dass im Hintergrund da auch die Borreliose steckt. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ich habe hier heute einen Vortrag gehalten, der heißt also die 1001 Symptome der Borreliose, weil die Borrelien gehen immer in die Schwachstellen der Menschen. Also das ist bei jedem anders. Wenn jemand zu Kopfschmerzen neigt, dann kann er dann Migräne dadurch bekommen, weil Gefäße zugehen. Wenn jemand zu Herzproblemen neigt, kann er einen Infarkt erleiden, auch zu Krebs kann das Ganze sogar auch führen. Viele haben ja mit Gelenken Probleme, Arthrose und sowas. Die bekommen das dann durch die Borrelien. Also es kann wirklich alles sein. Ich habe in meinem Vortrag jede Menge Symptome da gezeigt. Es war ja schon überlaufen von den Symptomen. Und das wird eben unterschätzt, weil es wird dann eingeteilt, die Ärzte sagen, ja, das ist Rheuma, ja, oder das ist Muskelrheuma. Ja, was ist Muskelrheuma, ne? Wo kommt denn das her? Mich interessiert immer nicht, was das ist, dass man dagegen eine Pille nimmt, sondern wo kommt es her? Wo ist der Auslöser? Und das sind häufig Borrelien, aber auch Viren, die gerne in die Muskeln reingehen. Wie kann man sich denn konkret dagegen schützen? Was kann ich machen, um präventiv zu handeln quasi oder mich einfach nur vor Borrelien zu schützen? Und was kann ich machen, wenn ich wenn ich dann irgendwann von einer Borreliose betroffen bin? Ja, also ein gutes Immunsystem, das ist das Allerwichtigste. Selbst wenn man gepiekt wird, wenn das Immunsystem gut ist und das Blut gut ist, dann merkt man es gar nicht, ne? Natürlich, wenn es dann runtergeht, kann es von jetzt auf gleich zu ganz großen Schwierigkeiten kommen. Aber auf jeden Fall, das ist schon mal ein guter Schutz. Vitamin B mögen sie nicht so gerne, wenn man das einnimmt, weil man dünstet da so einen Geruch aus. Das mögen sie nicht so. Ist kein 100%iger Schutz, natürlich nicht. Aber wenn da jetzt ganz viele sind, die kein Vitamin B genommen haben, dann werden die eher gestochen als man selbst. Also wird man ausgelassen. Ich habe das sogar auch schon probiert. Ich habe schon so einen Versuch mal gemacht. Und da waren so 10 Leute, die hatten kein Vitamin B genommen und es waren Mücken am See und ich hatte Vitamin B genommen. Ich hatte keinen einzigen Stich und die waren voll.
Dazu habe ich mal eine Frage. Gibt es Unterschiede bei der Borreliose von Rauchern und Nichtrauchern? Ich komme darauf wegen dem Vitamin B und dem Niacin, weil es ja mit Nikotin auch recht verwandt ist, also im Körper. Hast du sowas schon mal vielleicht beobachtet? Nein, das habe ich noch nicht beobachtet, weil wenn man raucht oder was man isst, das haben wir noch nicht beobachtet. Das müsste mal so extra Testreihen sein, aber es kann natürlich sein. Alles, was die Gesundheit schwächt, da gehen die voll rauf. Überall, wo wir eine schlechte Durchblutung haben, wo wirklich Mangelzustände sind, da freuen die sich, da gehen die drauf. Okay, wenn man jetzt selber betroffen ist oder die Gewissheit haben möchte, ob man eben von Borreliose betroffen ist oder nicht, wo kann man sich hinwenden, wie kann man dich erreichen, wo findet man dich? Ja, am besten ist wirklich ins Dunkelfeld zu schauen, weil man sehr zuverlässig das sieht. Wir haben 3 Praxen in Deutschland, also die älteste ist in Gifhorn in Niedersachsen und die zweitälteste ist in Travemünde und die dritte ist jetzt in Niederbayern in Bad Griesbach. Und da habe ich jetzt 8 Heilpraktikerinnen ausgebildet, ja, glaube ich 8. Und die arbeiten genau auch nach unserer Methode, also nach der Diagnostik, aber auch, was man dann einsetzt. Wo findet man dich über eine Homepage? Ja, wir haben auch eine Homepage, ganz sicher. Aber frag mich jetzt nicht, wie die heißt, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber natürlich auch über Fernsehsendungen und Internetsendungen. Ich habe ja schon über 120 Sendungen gemacht. Also in der Schweiz mache ich ja Time to Do und Astra TV, Schweiz 5 oder in Leipzig Welt im Wandel oder meine eigene Sendung als Moderatorin Sabine Linek TV kann man im Internet schauen, über YouTube. Und da lade ich Leute ein, die auch interessante Sachen machen, die zur Heilung und Wohlgefühl beitragen, so kann man sagen. Ja, nicht nur Heilung, sondern auch Wohlgefühl. Man muss aufpassen. Heilungsversprechen darf man nicht geben. Ich schaue jetzt noch mal kurz, ob mir irgendwas Spannendes, Co-Infektionen, das wäre vielleicht noch mal ein interessantes Thema, dass wir da vielleicht noch ein bisschen näher drauf eingehen. Genau. Also Co-Infektionen, ganz, ganz häufig an erster Stelle ist der Epstein-Barr-Virus. Da hatten wir ja eben das Thema, ein Arzt meinte, ja, ich würde Unsinn erzählen, man kann ja den Virus nicht sehen. Nein, natürlich kann man den Virus nicht sehen, aber die Veränderung in der Zelle. Also wenn diese Zelle so und so verändert ist, dann liegt der Schluss mal sehr nah, dass das ein Epstein-Barr-Virus ist. Also ich kann da noch mal ein Beispiel sagen. Ich hatte vor ein paar Jahren einen Arzt mit mehreren Kliniken, der kam zu mir mit einer Kopfrose. Und das wusste ich aber nicht, der hatte seine Haare da drüber und ich schaute ins Dunkelfeld und ich sah im Kopfbereich gleich Epstein-Barr und dann sage ich, haben Sie Gürtelrose oder irgend sowas? Da sagte er gleich, oder Kopfrose, macht er seine Haare weg. Bingo, 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 schauen Sie, das ist mein Problem. Ich bin Arzt, ich habe Virostatika genommen, hat nicht geholfen. So, dann haben wir ihn behandelt mit isopathischen Mitteln und dieser Virus war komplett weg, auch bis heute. Und als Arzt hat er das selbst gesehen. Also es ist eine Erfahrungsmedizin. Ja? Dieser eine Arzt, der da gerade aufgestanden war oder der gesagt hat, das wäre alles Unsinn, der sieht das so von der wissenschaftlichen Seite. Er sieht eben nicht die Erfahrung, die ich habe, diese 25 Jahre Erfahrung und über 200.000 Patienten oder so, dass ich das einfach sehe, wenn da etwas drin ist. Natürlich hat er recht, dem Virus selbst, der ist so klein, den könnte man nur mit einem Elektronenmikroskop sehen. Das ist richtig, aber die Auswirkungen sieht man. Weil du das jetzt gerade angesprochen hast, welche Methoden verwendest du denn in deiner Praxis, um eben die Borreliose zu bekämpfen oder den Körper wieder in die Genesung zu bringen? Ja, auf jeden Fall Ozon. Ne? Also Ozon macht Gefäße wieder frei, tötet Borrelien, sehr zuverlässig. Also Ozon, wenn man eine einzige Ozonbehandlung macht und man schaut dann wieder ins Dunkelfeld, dann sieht man, wie viel dann schon abgetötet sind. Zigtausende mit einer Behandlung. Das ist alles das Beste. Ozon ist auch gut für die Leber. Dann haben wir Mittel drin, die Thromben auflösen, die Zellen wieder atmen lassen, das Immunsystem aufbauen. Wir entgiften Leber, Niere, Magen, Lymphe, das ist immer dabei. Wir haben Lebermittel dabei, Glutathion, Milzaufbaukuren, wenn die Milz leidet bei vielen. Ja. Dann natürlich diese antiviralen Mittel, dass die Zelle erkennt, dass ein Virus rausschmeißt, ja, damit er verschwindet. Mit Ozon wird er dann abgetötet und wenn er noch so klein ist, aber er wird abgetötet. Das sehen wir immer, das ist einfach unsere langjährige Erfahrung. Oder auch gegen Staphylokokken, wenn wir diese Krankenhauskeime sehen, dann geben wir sogenannte Haptene rein, dass dieses Bakterium zurückentwickelt wird in eine unschädliche Form und dann den Körper verlässt über Leber, Niere, also die Ausscheidungsorgane.
Und aus Erfahrung, wie viele Anwendungen braucht man denn ungefähr, damit man wieder quasi fit ist? Ja. 10 bis 15 Anwendungen. Das ist so unsere Erfahrung. Nach der 10. Behandlung schauen wir nochmal. Also wenn jemand nur so wenig hat, wie ich hatte ja eben da ein paar Probanden, das war ja ein bisschen lächerlich, die hatten ja echt nicht viel, was ich in der kurzen Zeit sehen konnte. Also die brauchen vielleicht 8 oder 10 Behandlungen. Wenn ich aber jetzt Patienten habe, die 20 Jahre, 30 Jahre Borreliose haben, brauchen die eher 15 bis 20 oder auch bei MS ist das so. MS-Patienten haben Millionen von Borrelien und dazu auch dieser Epstein-Barr-Virus. Magst du uns ein bisschen was über den Epstein-Barr-Virus erklären oder erzählen? Also der Epstein-Barr-Virus, das ist so ein Oberbegriff, das ist der sogenannte Herpes, dazu gehört Herpes labialis, aber es gibt auch den Genitalis, ja. Dann gehört die Gürtelrose dazu oder diese Kusskrankheit, ja, das gehört dazu und natürlich tragen viele diesen Virus in sich, ich auch, ich habe auch ab und zu mal so einen Herpes an der Lippe, so alle Jubeljahre mal und er bleibt ja hier hinter dem Strang im Ohrbereich. Das weiß man so als Mediziner. Und wenn man sich ekelt, wenn das Immunsystem schlecht ist, starke Sonneneinstrahlung, dann kommt er raus. Das ist aber was anderes, was ich jetzt meine, was die Menschen so krank macht. Und der Epstein-Barr-Virus ist bei fast allen Krebserkrankungen zugegen. Das ist auch das Interessante. Das macht einfach so krank. Der ist in der Zelle, also er verändert die Zelle und da haben wir das Problem. Das ist das Problem. Und die Zelle atmet deshalb nicht mehr gut. Die geht also in die Gärung und Fäulnis. Und durch Gärung und Fäulnis entstehen Gewächse. Und so entstehen auch Tumore. Das heißt also, fast jeder Patient hat auch den Epstein-Barr-Virus. Das würde jetzt der Herr natürlich bestreiten. Aber das sehen wir immer. Und wir sehen ja dann noch den Erfolg, wenn der weg ist und wie es dann dem Patienten geht und wie das Blut aussieht. Das heißt, die Borreliose transportiert wahrscheinlich auch den Epstein-Barr-Virus mit in die Gelenke oder in die Muskeln, oder? Ja, also so wie ich das immer sehe als Co-Infektion, ein Virus geht sehr leicht immer in die Sehnen, Nerven und Muskeln rein. Also der öffnet quasi, kann man so sagen. Also die Leute, die Viren dazu haben, haben häufiger Muskel-, Sehnen- und Nervenschmerzen, vor allen Dingen Nervenschmerzen. Ich habe schon Patienten gehabt, die wollten sich umbringen, weil sie im ganzen Körper Nervenschmerzen haben. Die haben alle den EBV, alle. Das klingt so, wie wenn es Zeit wäre, dass wir uns mal alle bei Sabine in der Praxis untersuchen lassen. Sabine, ich danke dir für das Interview. Das war super informativ und total schön. Vielen lieben Dank. Gern geschehen, habe ich gern gemacht. Danke. Tschüss. Vielen Dank.